willkommen zu meinem neuen Video. Kurz vorab, da hinten liegt mein Kater, also falls ihr da was seht oder hört, das ist er. Ja, genau. Dieses Video besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist hier auf meinem Kanal und der zweite Teil ist auf dem Kanal der Engel von der lieben Aileen. Und zwar haben wir uns gegenseitig 7 Fragen über Bücher geschickt. Und die 7 Fragen, die sie mir geschickt hat, werde ich in diesem Video beantworten. Und die 7 Fragen, die ich ihr geschickt habe, wird sie in ihrem Video beantworten. Also schaut auch unbedingt bei ihrem Kanal dann vorbei, und um dann zu wissen, welche Fragen ich ihr gestellt habe. Und sie ist eine ganz, ganz liebe und macht super Videos und ist super sympathisch. Und es würde mich voll freuen, wenn ihr bei ihr auch vorbeischauen würdet. Ich verlinke ihren Kanal da oben und auch in der Infobox und auch ihr Video dazu. Hallo auch einmal von mir an dieser Stelle. Ich bin Aileen vom Kanal der Engel und mein Kanal ist bestimmt unten in der Infobox verlinkt, also schaut sehr gerne mal vorbei. Ja, ich werde Jenny jetzt meine Fragen stellen. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage. Erste Frage, welches Genre liest du am liebsten? Ich lese zurzeit am liebsten Fantasy-Bücher, aber das wechselt bei mir auch. Also manchmal habe ich eine Phase, wo ich Liebesromane sehr gerne mag oder so Teenie-Bücher auch. Oder ja, es wechselt halt, aber momentan lese ich extrem gerne Fantasy-Bücher und ich habe auch gemerkt, ich muss mir mehr Fantasy-Bücher zulegen, weil ich habe gar nicht so viele. Zweite Frage, was ist das schlechteste Buch, was du jemals gelesen hast? Das schlechteste Buch, was ich jemals gelesen habe? Das schlechteste Buch fällt mir gerade nicht ein, weil das habe ich mal in Deutsch lesen müssen in der Schule, und irgendwas mit Mond war im Titel, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt und leider auch nicht den Autoren. Das hat mich nämlich so total nicht interessiert halt, und ich habe es auch nicht wirklich fertig gelesen, weil es einfach so schlecht war meiner Meinung nach. Aber das schlechteste Buch, wo ich den Titel weiß und den Autor auch weiß, ist Komm süßer Tod von Wolf Haas. Das haben wir auch mal in Deutsch lesen müssen und ja, das ist auch super langweilig gewesen meiner Meinung nach. Drittens, wann liest du mehr, im Sommer oder im Winter? Das ist eine gute Frage. Also ich bin jemand, der hat sehr viele Hobbys und Lesen ist halt eins von vielen. Und deshalb, weil ich alles irgendwie regelmäßig machen möchte, habe ich halt eher den Vorsatz, ein Buch pro Monat, also mindestens ein Buch im Monat lesen. Und ich bin schon froh, wenn ich das mit dem einen Buch hinbekomme. Wenn ich jetzt wirklich jeden Tag lesen würde, würde ich schon auch mehrere Bücher lesen können im Monat. Aber ich lese halt wirklich nicht jeden Tag und deshalb, ja, deshalb ist es die Frage halt schwierig zu beantworten, weil ich halt versuche wirklich jeden Monat mindestens ein Buch zu lesen und das ist ja dann im Sommer und im Winter gleich. Aber ich glaube, im Sommer bin ich motivierter zum Lesen und schaffe dann vielleicht auch mehr als im Winter. Das ist eigentlich keine Frage, sondern mehr so eine kleine Aufgabe. Aber zeig mal dein Bücherregal und zähl dein Alter an Büchern ab. Und falls du nicht so viele Bücher hast, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele du hast, dann fang nochmal oben an und zähl dann wieder von vorne. Das Buch, wo du bei rauskommst, das zeigst du einmal und erzählst, worum es da geht und so. Also da, hier, hier, hier. Und hier, also ja, ich habe auf jeden Fall 23 Bücher, sehr, sehr viel mehr. Und genau, dann zähle ich die jetzt ab und dann zeige ich euch das Buch und worum es geht. So, das 23. Buch von meinem Bücherregal ist dieses hier, und zwar von David Safir, Plötzlich Shakespeare. Da hatte ich sogar schon mal eine Rezension dazu gemacht, die verlinke ich euch auch da oben. Aber ich erzähle euch trotzdem kurz, worum es da geht. Und zwar geht es eben um die Rosa und ihr verkorkstes Liebesleben. Und dann wird sie durch Hypnose in
die Welt von Shakespeare gebracht sozusagen. Und sie kann erst wieder nach Hause, wenn sie die wahre Liebe gefunden hat. Und sie steckt aber im Körper von Shakespeare und Shakespeare Seele ist aber auch noch in seinem Körper. Das heißt, sie, die Rosa, handelt, wenn sie irgendwas tut, als Shakespeare, aber Shakespeare selber ist auch noch in seinem Körper drinnen, aber halt nur die Seele und kann halt mit Rosa reden und ihr sozusagen irgendwie Aufgaben geben, so du musst das und das machen. Und Rosa ist, versucht halt wirklich alles zu machen, um die wahre Liebe zu finden. Und es ist aber voll interessant, was jetzt wirklich die wahre Liebe ist, weil ist es die Liebe zu einem Menschen oder zu sich selbst oder zu jemand, zu einer Situation. Und das ist halt voll interessant geschrieben, meiner Meinung nach. Und ich lese euch noch kurz vor, was hinten drauf steht. Zwei sind einer zu viel. Wenn Mann und Frau sich das Leben teilen, ist das ja schon schwierig. Aber wenn Mann und Frau sich auch noch ein und denselben Körper teilen müssen, dann ist das Chaos perfekt. Die liebeskranke Rosa wird per Hypnose in ein früheres Leben versetzt. In den Körper eines Mannes, der sich gerade duelliert. William Shakespeare. Wir schreiben das Jahr 1594 und Rosa darf erst wieder zurück in die Gegenwart, wenn sie herausgefunden hat, was die wahre Liebe ist. Keine einfache Aufgabe. Sie muss sich als Mann im London des 16. Jahrhunderts nicht nur mit liebestollen Verehrerinnen rumschlagen, sondern auch mit Shakespeare selber, der nicht begeistert ist, dass eine Frau seinen Körper kontrolliert. Und während sich die beiden in ihrem gemeinsamen Körper kabbeln, entwickelt sich zwischen ihnen die merkwürdigste Love Story der Weltgeschichte. Genau, weil Shakespeare und Rosa fühlen sich dann auch teilweise aneinander, zueinander hingezogen. Aber wie soll das funktionieren, wenn sie er ist und seine Seele nur in ihr und ihm selber ist? Und genau, es ist sehr, sehr großes Chaos, aber es ist sehr cool geschrieben. Ich mag den Schreibstil von David Safir sehr gerne. Ich habe noch zwei andere Bücher auch von ihm. Und ich finde es halt witzig, dass genau das rausgekommen ist, weil ich habe so viele Bücher in meinem Regal, die ich noch nicht gelesen habe, aber es kommt eins raus, was ich schon gelesen habe bei dieser Aufgabe. Was ich cool finde, deshalb da kann ich dann dadurch auch mehr dazu sagen. Und wenn ihr noch mehr zu dem Buch erfahren wollt, dann schaut einfach bei dem Video vorbei von der Rezension von diesem Buch. So viel zum 23. Buch in meinem Regal. Die nächste Frage ist, welches Buch du dir unbedingt noch kaufen möchtest, also was so ein Buch ist, was du dir halt noch wünschst. Ich möchte mir unbedingt noch eine Reihe kaufen, und zwar Maze Runner, weil ich habe die Phase 0 gelesen. Genau, und das ist so cool geschrieben. Da möchte ich einfach die Reihe auch haben und lesen, wie die geschrieben worden ist. Und ich liebe den Schreibstil halt von James Dashner, und er hat ja Maze Runner halt auch geschrieben, logischerweise. Und deshalb wünsche ich mir halt Maze Runner voll, also würde ich Maze Runner halt voll gern haben. Eine Reihe, die ich mir ebenfalls noch kaufen möchte, ist Dark Village. Da habe ich den ersten Band und finde ihn richtig cool. Das ist so eine Krimi-Reihe, obwohl ich eigentlich Krimis gar nicht so gern habe, aber das ist richtig, richtig cool. Und genau, die Reihe würde ich halt auch sehr, 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 sehr gerne haben. Also die wünsche ich mir auf jeden Fall noch. Dann habe ich die Frage aufgeschrieben, wenn du den Film und das Buch sehen bzw. lesen möchtest, liest du dann zuerst das Buch oder guckst du zuerst den Film? Wenn ich den Film und das Buch weder noch gelesen oder gesehen habe, bin ich, glaube ich, jemand, der als erstes lieber den Film schaut und dann das Buch liest. Also ich mag es halt, wenn ich die Leute dann schon sehe im Film und weiß, wie die ausschauen, und dann kann ich mir auch die dann vorstellen im Buch. Und wenn ich im Buch mir wen vorstelle, dann bin ich vom Film dort vielleicht total enttäuscht. Vielleicht bin ich dann vom Film total enttäuscht, weil ich mir die Charaktere anders vorgestellt habe, vom Aussehen und so. Und wenn ich den Film aber als erstes sehe, dann kann ich mir dann beim Lesen diese Leute vorstellen. Und das mag ich halt voll gern, weil ich mich bei den Filmen meistens sehr in eine Person oder in mehrere auch hineinversetzen kann. Und deshalb finde ich es dann cool, schon so zu wissen, wie die Leute ausschauen. Aber ich muss sagen, ich habe ja letztens im DVD-Haul, den ich gezeigt habe, das Circle gezeigt. Und da habe ich das Buch auch. Und da möchte ich irgendwie als erstes
das Buch lesen und dann den Film anschauen. Aber vielleicht, weil ich halt auch schon weiß, wer die Hauptrollen hat, stelle ich mir dann auch die zwei als in den Hauptrollen vor. Aber eigentlich bin ich eher jemand, der als erstes den Film schaut und dann das Buch liest. Und zu guter Letzt, ganz basic, was ist dein Lieblingsbuch? Ja, und mein Lieblingsbuch ist schon wie erwähnt Phase 0, Die Auserwählten von James Dashner. Ich liebe dieses Buch, es ist unglaublich geil und ich kann es jedem empfehlen. Es ist so mega von Sekunde 1 an. Die Rezension dazu verlinke ich euch mal da oben, damit ihr dann schauen könnt, worum es wirklich, also worum es geht und meine Meinung dazu halt. Könnt ihr dann näher dort anschauen. Ich hoffe, die Fragen waren jetzt irgendwie spannend oder so. Mir sind keine anderen eingefallen, aber ja, ich verabschiede mich. Tschüssi. Vielen Dank für die Fragen. Ich fand sie richtig cool. Und jetzt wisst ihr alle ein bisschen mehr über meine Buchvorlieben und so. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Büchern habt oder sonst, schreibt es mir doch in die Kommentare oder halt auf der Social Media, wie ich dort heiße, steht wie immer in der Infobox. Und jetzt schaut unbedingt noch bei der lieben Eileen vorbei. Ihren Kanal ist wie gesagt oben verlinkt. Und ihr Video dazu auch. Und es würde mich voll freuen, wenn ihr bei ihr auch vorbeischauen würdet. Ja, und dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!